Moin Leute, willkommen zurück zu einer neuen flugreichen Folge Battlefield 1. 1-1-1. Wir sind fast vorbei mit Teil 1 eigentlich. Aber naja, wer kennt's nicht? Heute fängt ja auch endlich mein Urlaub an. Samstag kommen wahrscheinlich keine Videos, außer am 20, 23 und 23 und 23 und vielleicht aber auch um 19. Muss ich mal gucken. Aber erstmal bringen wir das zu Ende. Ich hab alles im Griff. Bist du dabei? Natürlich bin ich dabei, verdammt. Aua! Komm her! Ich krieg dich! Ich krieg dich! Die Eis stehen! Feind auf 6 Uhr! Hart abdrehen! Hart abdrehen! Ja, er weicht aus, aber er ist tot. Scheiße. Vorsicht! Feindlicher Jäger auf 6 Uhr. Hochziehen, hochziehen! Ja, mach ich galt. Machen wir mal einen kleinen Rundflug. Dabei. Oh, warum ist er wieder über mir? Her mit den Orden. Da habe ich den Piloten getroffen. So wird's gemacht. Ist okay da hinten? Schon, oder? Ich würde mal sagen, besser als nichts, ne? Er kennt's nicht. Noch ein Kampf. Jäger. Ey. Boah, ich hasse das. Na, wenigstens haben wir nachher was zu erzählen. Bomber. Neues Problem. Da sind Bomber. Zeit auszurotten, ne? Bomber. Rette! Die Bomber sind das Ziel! Konzentrier dich darauf! Die sind erledigt! Er geht runter! Gut gemacht! Oh mein Gott! Das ist ein Schramme hier neben. Ja, der wurde auch getroffen. Na, großartig.
Meine Güte, ich kann mich nicht reparieren und gleichzeitig auf so welche Hurensöhne zu fokussen. Muss uns reparieren. Warte. Der letzte Bomber müsste immer höher sein als ich. Scheiße. Komm schon. Wenigstens. Umkreise ihn und setz dich dahinter. Ja, oder wir schießen auf ihn ein. Ja, ich möchte gerne in Orden. Dieses verdammte Luftschiff wird bald London erreichen. Eines von vielen weiteren Zielen. Festhalten! Geht rein, nein! Zu nah, zu nah, aber knapp! Oh, das ernsthaft mal Mini-Pups-Propeller wurde ich auseinandergenommen? Das ist doch nicht mehr euer, ey. Dieses verdammte Luftschiff wird das London erreichen. Eines von vielen weiteren Zielen. Festhalten! Wir werden getroffen. Immer volles Tempo und scharfe Kurven. Dann können uns die Flachs nicht folgen. Recht. Vorsicht! Oder wir bombardieren es mit Raketen. Festhalten! Das ganze Ding könnte hochgehen wie ein Feuerwerk. Weiter 6 Uhr. Hart abdrehen, hart abdrehen! Schluck alle Raketen! Wir wurden getroffen! Das Ding brennt! Fliegt das gleich in die Luft! Da bricht. Jetzt Schützer. Ja. Haha!
sterben. Dann sterben wir da oben. Bist du okay? Holen wir uns die Flaggen! Verdammt, okay. Ja. Ich geb dir Deckung! Wilson. Auf dem Luftschiff drauf, Feier okay, wie so Soziopath. Okay, okay. Los nicht runter, verdammt. Holen wir uns die Flaggen. Das ist Wahnsinn. Wahnsinn ist, dass das eigentlich nur ein Luftschiff ist. Und das Teil hauptsächlich noch vom Gitter gehalten wird. Und wir laufen einfach darauf. Jetzt wäre das gerade gar nichts. Ich brech doch jetzt runter, oder? Das ist so. Yay! Whee! Hey, bist du okay? Alles gut! Alles okay! Finde einen Weg zurück nach oben. Ich gehe rüber zu der Flak. Okay, mach ich! Aua. Was? Auf diesem verdammten Ballon. Digga, von da unten. Komm schon, Fritz, komm da! Mein Name ist Klein Blackburn! Ich bin ein Pilot, ein Spieler! Und ein Potenter-Count! Ich bin ein Potenter-Count! Durchgedreht, aber. Aua. Ach ja. Ich hab ja keinen Schuss. Bye bye. Der lebt noch. Prämie ist zu Ende. Schafft mir etwas Zeit? Ich bin zu Ende. Schieß auf das verdammte Luftschiff. Einfacher als getan, wenn das Teil nicht durchbrennen würde. Meine Geschichte. Ein Egoist, der sein Leben riskiert, um einen anderen zu retten. Und der dadurch selbst gerettet wird. Aber im Krieg gibt's viele Verwechslungen und damit wahrscheinlich auch andere Versionen. Ein abtrünniger Pilot, der ein Flugzeug stiehlt, seinen Kameraden tötet, sich durch Lug und Trug durch die halbe Westfront mordet. Nur um im Chaos eines Luftangriffs dem Kriegsgericht zu entgehen. Aber das ist alles Unsinn. Meine Version ist die Wahrheit. Sonst würde ich sie doch nicht erzählen. Oder?
Ja gut, da ist was dran. Er erzählt ja uns gerade die ganze Geschichte des Krieges. Jetzt kommt wahrscheinlich der Franzose, also der Panzerfahrer. Obwohl, nee, der Franzose kam erst in Battlefield 5. Ja, ab geht's. Ab in die Panzerschlacht. Nebel des Krieges, Panne. Stahl auf Stahl. Übertrieben. Durchbrich mit dem Mark 5 Panzer Blackbus Burst die feindlichen Linien. Der Typ tut mir immer noch am meisten leid, der Typ mit seinem Panzer. Ah, wir spielen doch um Franzosen. Wir befinden uns in der Endphase des Krieges. Angesichts des nahenden Winters befestigten die Deutschen ihre Stellungen, um den Feind zu erwarten. Welle für Welle brannte. Alter, wie viel soll ich lesen? Junge, reicht doch jetzt. Junge, so schnell kann ich doch nicht alles lesen. Ich bin doch kein Marathonläufer. Komm schon, sonst verpasst du noch alles. Und noch ein paar frische Socken, Jungs. In Ordnung, Jimmy. Feuer! Ich habe mir deine Papiere angesehen. Keine Sorge, Sir. Ich werde meinen Teil für König und Vaterland leisten. Junge, wenn du auf Befehl Vorwärts- und Rückwärtsgang findest, bin ich schon zufrieden. Pack mal mit an. Darf ich vorstellen, Big Bash. Die Frau deiner Träume. Unser neuer Fahrer, Männer. Verdammt. Oh, nein, 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 nicht fluchen. Sie mag es nicht, wenn du fluchst. Finch. Edwards. Schon mal gemacht? Was denn gemacht? Halt du dich da raus, McManus. Keine Sorge, sie kümmert sich schon um dich. Okay, Jungs. Jetzt geht's um alles. Unser Befehl lautet, die deutschen Linien durchbrechen. Ihre Artilleriestellung zerstören. So sieht's aus. Finch. Los. Danach stoßen wir vor bis in die französische Region Cambrai. Man sagt, dort gibt es Wein, Weib und Gesang. Sollte euch doch gefallen. McMahon ist aber nicht. Gott, sind wir in sicheren Händen oder was, Jungs? Schon gut, McMahon. Nicht vergessen, Jungs. Macht euren Job und kümmert euch umeinander. Dann kümmert Big West sich auch um euch. Der Herr möge uns gnädig sein. Wir stehen Amen. Gemeinsam durch. Stimmt's, Edwards? Stimmt. Volle Kraft voraus! Jetzt komme ich. Hey, ich bin der beste Panzer. Dieser verdammte Vogel hart! Mausern, McManus! Bürgel Mausern! Ich reiße ihm jede Feder einzeln aus! Ganz ruhig, dieser Zauber kann dein Leben retten. Sie ist unsere einzige Kommunikationsmöglichkeit. Alles klar da oben, McWoods? Ja, langsam habe ich den Bogen raus. Was hast du in der Heimat gemacht?
Fahren! Ein Auto! Ich war Chauffeur! Halt! Das ist weit genug! Die Infanterie bricht beim ersten Pfiff auf und dann kommen wir! Meine Güte! Habt ihr sowas schon mal gesehen? Ich schon, leider. Herhören! Wir werden die Geschütze oben bei der Windmühle ausschalten! Verschafft unseren Jungs etwas Platz! Das ist unser Einsatz! Vollgas! Oh, vorwärts! Ich bin fucking Panzer! Oh Gott, es geht los. Die Artillerie nimmt unsere Jungs auseinander! Diese Opfer dürfen nicht umsonst sein! Vorwärts! Sie haben einen von uns erwischt! Augen geradeaus! Fahr! Das ist der Mark 5! Der Mark V! Auch genannt! Ach ja. Wir sind sehr langsam. Pinch, was ist los? Motor ist in Ordnung, Sir. Es liegt am Schlamm. Ach ja. Feldgeschütz! Ich würde es vorziehen, kein Ziel zu sein, Frischling. Vorwärts, damit wir freien Schussfeld auf die Feldgeschütze haben. In den Orkus geschickt. Haltet nach weiteren Geschützen Ausschau, Jungs. Okay, Edward, los! Es ist okay! Bring uns in Bewegung, Fahrer! Diese MGs halten unsere Jungs auf! Vorsicht! Stellung halten und helft unseren Jungs! Haltet die Stellung und schaltet alle deutschen Geschütze aus! Sie liefern einen verdammt guten Kampf. Wer kennt's nicht? Wieso schießt du mit einem Jagdgewehr auf einen Panzer? Die Jungs rücken vor! Unterdrückungsfeuer fortsetzen! Lass sie nicht zur Ruhe kommen! Fritz ist auf dem Rückzug! Sehr gut! Und weiter unter Druck setzen! Oh nein, ich bin's mal im Matsch. Bring uns aus dem Schlamm raus! Schieß das MG in Stücke! Sie sind erledigt! Schnell, schaltet das Geschütz aus! Stellung halten und Bereich sichern, damit unsere Jungs Zeit zum Vorrücken haben. Erwischt!
Gut gemacht, aber vergesst nicht, der Tag ist noch jung. Wir fahren zu den Ruinen und räumen einen Weg für die Infanterie frei. Hua! So. Fake-Geschütz ausgeschaltet. Ich habe 2 Panzerrohre, ne? Königreich und Vaterlande. La 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 la. Konzentration, Jungs! Soll ich dem Vogel etwas rumgeben? Er hat ein Anrecht darauf. Lass die Taube in Ruhe, Pritchard. Sie ist unsere einzige Verbindung zum Hauptquartier. Und du, Edwards? Ein Drink, damit dir die Hände nicht mehr zittern? Nein, ich trinke nicht. Spart euch die dummen Sprüche bis zu unserer Ankunft in Combray, Jungs. Der ging in die Panzerung! Falltreffer! Schießt unsere Jungs in Stücke. Edwards, bring uns hin. Schützen, wir sehen die Schwachstellen an. Digga. Das kann solche Treffer anziehen. Digga, lass mich doch zurück. Digga. Ja, ich komme nicht weg. Ja, klar. Ja, Edwards? Edwards? Alles gut? Ja, Mann. Sicher? Ja. Finch! Oh, Scheiße. Reiß dich zusammen, Junge. Bring uns zum Lachen. Hey, komm wieder rein, Edward. Edward, Edward, repariert die und komm. Wir haben sie. Sie haben sich mit den Falschen angelegt. Ja, ist mir aufgefallen. Erst kriegen wir einen verdammten Unglücksbringer und jetzt ist Finchy tot. McManus, reiß dich zusammen. Bring uns zu dem Dorffahrer. Dort sitzt ihre Artillerie. Ab durch die Wand, ab durch die Wand. Feldgeschütz, da drüben! Jetzt einmal durch die Mauer. Ich höre nichts mehr. Geschützbesatzung ausgeschaltet. Gut gemacht.
zieh dich, Kaiser! Das war das Letzte! Das Dorf gehört uns! Die sind Geschichte! Bleib an dem leichten Panzer dran! Bin mal gespannt, wie viel noch der Mark 5 aushält. Scheiße. Das Gefühl, der Mark V hält nicht mehr lange aus. Auch wenn er jetzt schon zweimal fast knapp war. Ja, um ehrlich zu sein, kam er besser durch als gedacht, ne? Ach du Scheiße! Schaden!
uns gewartet. Wir müssen hier Scheiße! Rennen. Scheiße! Ich hab keinerlei Zugkraft! Treib sie zurück, Jungs! Lasse sie in Ruhe! Keine Zugkraft, Sir! Sie bewegt sich nicht! Kotzhard! Kotzhard! Richard? Sir! Die Taube! Bist du verrückt? Du bringst uns alle um! Edward, hinter dir! Hast du mich etwa nicht verstanden? Sir. Sir! Der Panzer braucht pro HT. Digga, hier brennt ja alles lichterloh. Da habe ich eigentlich eine Karte, weil mir wird ja unten eine Karte angezeigt. Jetzt wird der Vogel runtergeschossen, das wäre so geil irgendwie. Alle in Mark 5 tot, weil der Vogel erschossen wurde. Ich finde es aber schon geil, dass die Vögel so getrainiert sind im Ersten Weltkrieg gewesen sind, dass man die als Brieftauben und so benutzen konnte. Ich fand es einfach geil. Brieftaube! Neue Befehle! Befehle vom Feldsir von Townsend. Feuerbefehl! 3, 1, 4, 2, 3! Das ist das Ende, Jungs. War schön, euch zu dienen. Jetzt kommt eine Frage. Wie hat der Panzer das überlebt? Wie? Ist das so? Alles, was wir hier haben, sind blinde Befehle und Zufall. Was glaubst du, welche Seite uns zuerst erledigt? Ich hab deine Sprüche satt, McManus. Aye, aye, Sir. Edwards, starte den Motor. Bitte jetzt nicht. Komm schon, Les. Das war's. Willst du da bloß rumstehen? Ich sehe keine 20 Meter weit. Wir brechen durch. Edwards, ich fahre. Du erkundest draußen die Lage. Spiel nicht den Helm. An die Arbeit, Junge. Ja.
Du bewaffnest einen Jungen mit einer Pistole, ne? Wir wollen alle in einem Stück durchkommen, Edward. Wenn du Ärger kriegst, sind wir direkt hinter dir. Und Spaten als Spaltwaffe. Ach, leck mich doch. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ey. Direkt hinter mir? Ciao.